eine regnerische Nacht. Es war spät am Abend, als ich am Friedhof vorbeifuhr. Da entdeckte ich einen Jungen, der im Regen stand. »Soll ich dich nach Hause bringen?«, fragte ich. »Das wäre toll. Ich lebe direkt neben der Schule.« Ich reichte ihm meinen alten Pullover. »Es ist kalt heute Nacht und du bist nass. Zieh dir lieber was über«, sagte ich. Den Rest der Fahrt wechselten wir kein Wort miteinander. Als wir an seinem Haus angekommen waren, sagte ich, »Behalt den Pullover an. Ich hole ihn mir morgen ab.« »Wie heißt du denn?« »Jim«, sagte er. »Danke, dass Sie mich mitgenommen haben.« Am nächsten Tag wollte ich den Pullover wieder abholen. Eine Frau öffnete mir die Tür. »Ist Jim zu Hause?«, fragte ich. »Ich möchte meinen Pullover abholen.« Sie sah mich komisch an. »Das wird wohl ein anderer Junge gewesen sein«, sagte sie. »Jim ist zwar der Name von unserem Sohn, aber er ist nun bereits seit einem Jahr verstorben.« Ich entschuldigte mich hastig bei der armen Frau und ging verwirrt zu meinem Auto. Am nächsten Tag ging ich zum Friedhof, um Jims Grab zu besuchen. Und genau vor seinem Grabstein lag mein Pullover.